Herzlich willkommen bei Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Ich bin Nico und in diesem Video gibt es eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Funk-Audiosysteme für Mikrofone, In-Ear und so weiter sind in unserer Branche gar nicht mehr wegzudenken. Und neben den hohen Anschaffungskosten für Sender, Empfänger, Dipolantennen und so weiter, gab es leider auch die Kosten, das zu benutzende Frequenzband bei der Bundesnetzagentur anmelden zu müssen. Aber Shure... Wow, was für eine Ironie, dass hier gerade Sennheiser steht. Sorry dafür. Shure hat auf ihrer Homepage am 7.4. eine Message rausgehauen, in der drin steht, dass das Ganze mittlerweile von der Bundesnetzagentur als kostenlos eingestuft wurde. Erfreulich für die, die ihre Funk noch nicht angemeldet haben. Blöd für die, die es gerade getan haben und schon das Geld dafür bezahlt haben. Sorry für euch, aber ich glaube, die meisten sollten sich sehr darüber freuen, dass wir im professionellen Bereich mittlerweile kostenlos funken dürfen. Das gilt übrigens für den Frequenzbereich von 470 bis 608 und von 614 bis 694 MHz. Ich muss sagen, dass ich mich persönlich auch darüber freue, weil meine Sennheiser funken in dem AW-Band und das ist von 470 bis 500 irgendwas. Also sehr cool. Und was ich ebenfalls noch zu der Thematik sagen möchte, ich glaube, die da oben haben langsam gerafft, dass unsere Branche gar nicht mal so unwichtig ist und vielleicht deswegen das Ganze mittlerweile als kostenfrei eingestuft wurde. Was denkt ihr dazu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und sollten euch weitere Videos zu Mikrofon und so weiter interessieren, dann checkt mal ebenfalls die Videobeschreibung ab, denn da haben wir schon einige Beiträge zum Mikrofon, allerdings kabelgebunden, gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao!